Es wirkt sich dahinter auf europäischer Ebene, Arbeits- und Sozialrecht wieder auf die politische Agenda zu bringen. In den letzten 10 bis 15 Jahren waren die europäischen Bürgerinnen mit einer Deregulierungs- und Privatisierungsagenda konfrontiert. Arbeitsrecht und Sozialschutz sowie gewerkschaftliche Grundrechte wurden dabei als Hindernis für den europäischen Binnenmarkt definiert und daher auch beseitigt. Sinn dieser Proklamation ist, der EU ein neues Gesicht zu geben und eine neue Richtung anzustreben. Das Negative daran ist, dass keine konkreten Rechte im Moment für Bürgerinnen und Arbeitnehmerinnen herausschauen. Es wird jetzt an dem politischen Willen hängen, dass daraus möglichst schnell, ich würde sagen bis spätestens 2020, konkrete Ergebnisse resultieren. Vermutlich erstmal keine. Die Chance besteht darin, was Susanne Wegstrott ja schon als letztes jetzt gesagt hat, dass die Chance besteht, eine politische Auseinandersetzung zu beginnen, diese Proklamation jetzt tatsächlich mit Leben zu erfüllen. Und ich glaube, das ist das Einzige, was konkret da ist, was wir dann tatsächlich als politische Linke nicht nur in diesem Land, sondern in Europa generell dann tatsächlich auch tun müssen. Ursprünglich war der DGB natürlich enttäuscht, weil ein pompöser Name da ist, der wenig Konkretes bietet dahinter. Das heißt, keine konkreten Rechte, keine konkreten Verbesserungen für die Arbeitnehmerinnen, die bei einer wahnsinnig auseinanderdriftenden Einkommensungleichheit diesen Binnenmarkt als Bedrohung ansehen. Andererseits ist es das erste Mal seit vielen Jahren, dass die Frage des sozialen und Arbeitsrechts überhaupt auf der politischen Agenda der Europäischen Union steht. Und wir denken daher, dass es ganz wichtig ist, dass Deutschland und die deutsche Bundesregierung sich dazu bekennt. Es ist immerhin eine Selbstverpflichtung. Deutschland kann sich in Zukunft auch berufen auf die sozialen Grundrechte, die Grundrechtscharta. Und daher das Recht auch auf nationaler Ebene weiterentwickeln. Und das dann in konkrete Vorschläge auf europäischer Ebene umsetzen. Es ist daher ein erster Schritt. Die Kommission hat auch 20 Prinzipien, sich zu 20 Prinzipien bekannt. Das ist auch neu, 20 Prinzipien im Sinne der Arbeitnehmerinnen, nämlich Zugang zum Arbeitsmarkt verbessern, faire Arbeitsbedingungen, Sicherung der sozialen Systeme. Und wir denken, das ist ein sehr wichtiger Ansatzpunkt, um mit einer politischen Agenda bis 2020, 2025 rasch weiterzukommen und Europa ein soziales Gesicht zu geben. Naja, man muss jetzt aus den deklarierten Prinzipien relativ schnell Nägel mit Köpfen machen, und zwar politische Richtlinien. Insofern, sag ich mal, welche Handlungsmöglichkeiten haben wir? Man kann es für die politische Argumentation benutzen, die Rechte, die dort jetzt benannt worden sind, beispielsweise Zugang zu Sozialwohnungen für alle, die guten Standard haben, beispielsweise Zugang zur Arbeit mit fairen Löhnen. Also es ist über europäische Mindestlöhne dort geredet worden. Das sind alles wichtige Dinge, aber jetzt muss tatsächlich das mit Richtlinien untersetzt werden. Und wenn ich an die aktuelle Auseinandersetzung um die Entsenderichtlinie denke, dann ist es schon schwierig, wenn auf der einen Seite ein wichtiges Prinzip festgelegt wird, nämlich dass es am gleichen Ort für gleichwertige Arbeit gleichen Lohn gibt, aber es sind Ausnahmen festgelegt worden, die natürlich sowas Ganzes auch rechtlich angreifbar machen. Da stellt sich das generell in Frage, und ich glaube, wir müssen tatsächlich gucken, dass die erklärten Prinzipien jetzt mit konkreter Politik untersetzt werden. Wenn man die Agenda bis 2020 anguckt, dann gehören dazu, finde ich, es muss eine soziale Fortschrittsklausel in die europäischen Verträge. Das, was da jetzt proklamiert wurde, muss sich in konkrete Politik der EU-Kommission und der Mitgliedstaaten umsetzen. Und wer außer der politischen Linken sollte da den Daumen drauf legen?